Was geht ab? Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem ersten Urlaub mit der kleinen Mia. Der haben wir nämlich hier im Gepäck. Es geht in die Berge und man kann die Berge sogar schon von hier sehen. Check das mal aus, Leute. Man kann da schon so ein bisschen was erkennen. Ich habe mega Bock. Das ist jetzt der allererste Urlaub mit der kleinen Mia hier. Und ich dachte mir, wir machen so einen kleinen Vlog einfach. Ich nehme euch ja immer mal wieder mit, wenn ich irgendwas Besonderes mache so. Und es haben mega viele Leute gefragt, ob ich ein bisschen mehr mit der Mia so ein bisschen zeigen kann. Und ich dachte mir, das ist der perfekte Moment für euch. Also falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wäre super cool. Und ich mache jetzt den Autopilot rein. Huch. Fliegen wir jetzt damit weiter? Also Leute, falls ihr ein paar Socken braucht oder sowas, liegen hier Parkplatz, könnt ihr euch gerne abholen. Mann, schnell weg hier, schnell weg hier. Kurz mal ein bisschen Pipi machen und dann fahren wir schon direkt weiter. Ich freue mich. Es gibt jetzt kurz noch Futter, kurzer Raststätten-Snack, Leute. Wir haben jetzt nämlich schon 20 Uhr, sie kriegt immer um 20 Uhr. Ihr kriegt jetzt noch mal das hier drauf, das ist nämlich für den Bauch. Ganz wichtig, weil die ja Probleme hat mit ihrem Bauchi. Und wenn ich das Ding aufkriegen würde, nichts. Es kam ja nichts raus. So ungefähr. Und die Wurst kommt. Mmh. Hm? Nein. Okay. Guten Appetit, Frau Schmied. Leute, das ist übrigens der Blick aus meiner Unterkunft raus. Mega schön. Man hat direkt vor der Tür einen See. Ich habe hier Berge. Da hinten ist so eine kleine Stadt. Ja, Mann, ist eigentlich echt ganz süß. Es geht, Leute. Wir machen gerade so einen kleinen Wanderspazierausflug. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Mia ein Stück getragen, weil die nicht so viel laufen darf. Hier ist so eine extra Tasche. Aber das Problem ist, wenn man sie da reinsetzt. Hey. Sie flitzt. Oh, sie flitzt ein bisschen spielen. Jetzt hat die auch noch Zoomies. Mia. Komm her. Was? Dieser Hund, ich schwör's euch. Leute, dieser Hund ist nicht mehr normal. Normalerweise dürfen die halt nicht so viel laufen. Deswegen habe ich extra diese Tasche hier. Und jetzt rennt die hier auch noch rum. Ist locker jetzt eine Stunde oder sowas hier hochgelaufen. Mal auch mit Pause, klar, aber trotzdem, dass sie das aushält, ich halte das selber nicht mal mehr aus. Das ist so anstrengend, aber hier, es hat sich schon gelohnt. Da unten ist auch so ein kleiner Wasserfall. Ja, wir gehen jetzt nach da oben, da gibt es eine schöne Sicht, das zeige ich euch jetzt auch noch. Okay, ich habe jetzt mega viel gefuttert. Wir sind jetzt hier in so einem Restaurant gewesen und jetzt geht es hier wieder runter. Checkt es mal aus. Ah, wunderbar. Wunderschön, wunderbar. Dam, da, dam, da, 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 da. Oh mein Gott, ist das rutschig. Okay. Ein wunderschöner Tag beginnt. Es ist irgendwie warm, aber es ist auch gleichzeitig übertrieben kalt. Und ich sitze hier einfach nur so in kurzer Hose. So, also, das hier ist ein Raststätten-Pizza-Automat. Und wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Oh krass, man kann trinken und Pizza wählen. Guck mal, hier ist sogar noch so ein Trinkautomat. Wollen Sie Pizza bestellen? Pizza. Oh, eine XL kann man sich sogar holen. Ah ne, die sind alle XL. Salami Picante. Ah, da sind sogar so Schoten drauf. Dann hat man hier eine Margarita. Finde ich ein bisschen langweilig. Salami klingt sehr geil. Und Quattro Gigante klingt auch sehr nice. Die sieht sehr cool aus. Aber ich glaube, ich hole eine Salami Pizza. Probieren wir mal aus. Okay. Die ist neu. Vor dem Verzehr gut durchbacken. Kalte Wahl. Man kann die Pizza auch kalt essen? Okay. Alter, ja stimmt. Man kann die einfach kalt. Man kann die sich kalt bestellen. Dann kann man die zu Hause kochen. Was? Salami, Grande, XL, warm. Und dann können wir jetzt... Kann ich mir noch was zu trinken dazu holen?
eine Cola Zero. Okay, machen wir nochmal eine Cola dazu. So, jetzt haben wir hier einmal das Essen, Trinken, Bestellen. Oh, guck mal, richtig geil. Versuche ein kostenloses Produkt zu gewinnen. Versuche mein Glück. Da steht wirklich versuche mein Glück. Hä? Versuche mein Glück. Okay, let's go. Wenn wir das jetzt hinbekommen, dann kann man ein kostenloses Produkt kriegen. Aber nein. Was kriegt man denn dann, wenn man gewinnt? Gewinnt man dann einfach ein Stück Käse oder was? Läuft jetzt? Mein Gott. Cola ist schon mal da. Okay, die Pizza ist jetzt wunderbar geschnitten. Und jetzt kommt der Geschmackstest, Leute. Meine allererste Pizza aus einem... Das klebt ganz schön. Oh, okay. Mhm. Oh ja, mhm. Sieht gut aus. Eine Pizza aus einem Pizzaautomaten. Schmeckt gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Bisschen verbrannt, bisschen sehr. Man kann sich halt hier so verschiedene Süßigkeiten, verschiedene Getränke und so weiter holen. Ich probiere es mal kurz aus. Oh, es funktioniert! Okay, also wenn man das gemacht hat, steht jetzt hier Auslieferung. Dann kann ich das aufmachen und jetzt kann ich mir hier einfach alles auswählen, was ich will. Okay, zwei Fritzis und nochmal so einen nice Ingwer-Shot, okay? Jetzt kann ich das hier einfach easy peasy, lemon squeezy wieder zumachen. Auslieferung. Okay, jetzt haben wir hier drei Sachen und die sind hier mit so einem Code sozusagen versehen. Das ist wie wenn man in einen Einkaufsladen geht und wenn es dann piept, wenn man rausgeht. Das ist dieses Sicherungsding, okay? Und das Ding weiß einfach mit Sensoren, okay, es wurde jetzt das rausgenommen. Mega geil. So, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu zeigen, außer das krasseste Highlight. Nämlich kann man hier einfach Switch zocken. Schaut mal, da oben ist das Schloss Neuschwanstein. Es ist jetzt leider schon ein bisschen zu schlechtes Wetter und zu dunkel, um jetzt nochmal nach da ganz oben zu laufen. Okay, wir haben jetzt ein kleines Problem. Die Mia ist zwar eingepackt in ihrem Regenmantel. Komm Mia, wir gehen wieder zurück. Wir schaffen das. Komm schnell, wir gehen zurück. Es regnet so schlimm. Was ist? Hast du so mies? Hey, mein Pulli! Hilfe, Leute, ich muss mich in Acht nehmen, die ist durchgeknallt. Hast du so mies? Alter, ist es da nass, was hat die gemacht? Alter, ist das ein hoher Berg. Wir fahren jetzt eine Strecke hier. Ladies and Gentlemen, wir fahren Auto. Und zwar diese Strecke. Wow, look at this. Look at this burger. Berg. Boom. Lars. Kurze Pause, Leute. Die Mia muss mal aufs Klo. Hier lag irgendwo so eine gigantische Schnecke. Hier. Hier. Ui. Guck mal da, eine Schnecke. Da. Nein, du. Nein, Mia. Nein, geh da runter. Oh mein Gott. Okay. Das war ein Fail. Was machst du da? Bist du auf die Strecke getreten? Hör auf, das Gras zu essen. Schluss! Aus! Wir sind jetzt am Eibsee tatsächlich. Vielleicht kennt ihr den, Leute. Der ist hier. Und da hinten... Oh, man sieht es jetzt leider nicht, aber da hinten ist die Zugspitze. Ich war hier tatsächlich noch nie. Wow! Ein hoher Berg. Das ist die Seilbahn. Ich würde echt schon gerne Seilbahn fahren. Meine Damen und Herren, das Bild war verschwommen und hier ist die Zugspitze von der einen Seite. Für Fragen oder mehr, bitte lassen Sie ein Like da oder schreiben, es fängt an zu regnen. Ich glaube, da oben ist es schon ziemlich kalt, deswegen weiß ich nicht, wie das ist mit dem Hund. Wo ist mein Hund? Hä? Hä?
Guckt euch das mal an, Leute. Man kann da zwar jetzt nicht hin, aber yo, das Wasser sieht ungelogen schöner aus. Ich gehe jetzt einfach hier so ganz frech drüber. Das Wasser sieht ohne Spaß so schön klar aus. Wirklich fast klarer und blauer, bläulicher als fast alles, was ich bisher gesehen habe. Auf der Kamera kommt es, glaube ich, nicht so krass, aber das ist wirklich türkis. Deswegen heißt es hier, glaube ich, auch irgendwie die Karibik von Bayern, soweit ich weiß. Und einfach mega krass. Mega krass. Das ist übrigens der Eibsee. Kennen vielleicht einige von euch, einige vielleicht auch nicht. Aber ja, ich werde noch ein bisschen mehr zeigen, okay? Checkt mal, wie wunderschön türkis das Wasser ist hier. Guckt euch das an. Man kann da fast bis zum Boden gucken. Oh mein Gott, es ist so windig. Hilfe. Aber ja, das Ganze wird auch irgendwie, oder dieser See wird auch die Karibik von Deutschland genannt, soweit ich weiß. Guck mal, da ist Enten. Die leben ihr Leben, Leute, ich sag's euch. Boah. Also es ist wirklich absolut schön. Ich wollte schon seit Jahren mal hin. Ich habe es aber leider nie geschafft. Und jetzt bin ich endlich mal hierher gekommen und ich sag euch... Und jetzt gehen wir eine Bank ausrauben. Nee, Spaß beiseite, aber ich habe mich jetzt hier schön eingemurmelt in mein Tuch, was ich eben gekauft habe. Und irgendwie riecht das ein bisschen komisch. Irgendwie stinkt das. Zum Glück habt ihr keinen Geruchs-PC. Oh mein Gott, jetzt falle ich auch noch hin. Mia, gefällt's dir? Ist schön? Ist schön? Sehr begeistert, ich sehe es. Ist es schön, Mia? Antworte mir, Hund! Hä? Übrigens, Leute, das ist das erste Mal, dass sie jetzt richtiges Gewässer sieht. Und das erste Mal, dass sie Enten sieht. Kleine Maus, willst du den Stock mitnehmen? Ich glaube, ihr gefällt's. Deswegen geht sie jetzt wieder weg. Okay, das war's. Boah, aber trotzdem, Leute, checkt einfach diese Aussicht hier ab. Wahnsinn. Hallo Enten, wie geht's denn so? Wie geht's, wie steht's? Alles korrekt, alles stabil. Ich denke mal, das war schon mehr als genug, was ich hier sehen wollte. Zugspitze ist jetzt leider nicht drin gewesen, aber ich glaube, das nächste Mal machen wir das dann, okay? Ich habe dafür jetzt so einen coolen Schal hier. Der ist auch mega nice. Yeah! Hallo, wie geht's? Komm schnell rein, komm schnell rein. Schnell. Sonst haut die kleine Mia noch ab. Wie versprochen gibt es eine kleine Roomtour, ist wirklich sehr, sehr klein. Wir sind hier in Füssen, das ist ein Ort in Bayern. Ja? Und das hier ist eine super kleine, schnieke Unterkunft, die ich mir hier gemietet habe. Ich gucke da gerade ein bisschen Game of Thrones auf diesem Ultra-Riesen-Fernsehen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Hier bin ich heute eingepennt. Hier ist so eine kleine Küche, hier kann man halt so Kram machen. Ja, hier gibt es einen Ofen, dies, das, hoch, runter. Ihr wisst Bescheid, Leute, hier ein bisschen Olivenöl gekauft. Ich habe auf jeden Fall keine Mühe, Kosten und Geld gespart. Das Kleinste, was es gab, gemietet. Mehr brauche ich hier auch eigentlich nicht. Da ist die Mia, die läuft hier schon wieder rum. Die sollte eigentlich auf ihr Körbchen. Mia, komm hierher. Komm mal, geh mal auf dein Körbchen, auf dein kaputtes. Leute, das hat die komplett zerfetzt. Das Ding war nagelneu. Ich weiß nicht, ob das im letzten Hundevideo zu sehen war. Das Ding war nagelneu. Jetzt ist komplett zerlegt. Hier ist es nur noch so ein Fetzen. Das ist nur noch ein Fetzen. Hier, spiel lieber damit. Hier, guck mal, wir haben sogar so einen kleinen Schnuller, Leute. Willst du den? Das andere Ende ist viel interessanter. Dann hier. Guten Appetit, kleine Mia. So, das alles ist ein bisschen so rustikal gehalten. Der Boden ist super cool. Den Tisch finde ich mega nice. Die Schokolade habe ich nicht gegessen. Okay. Ich achte auf meine Gesundheit, Mama. So, ansonsten, ja, wie gesagt, hier ist gerade der Laptop. Hier wird gerade eigentlich nur Serie geschaut. Der Ausblick ist sehr, sehr krass. Man sieht jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber ihr habt vielleicht in den vorherigen Szenen was gesehen. Rausfilmt. Nochmal einfach. War vorhin so ein richtig schöner Sonnenuntergang. So sieht das Ganze jetzt bei Abend aus. Es ist sehr kalt, weil diese kühle, frische Brise von da hinten von den Bergen runterkommt, Leute. Genau, auf jeden Fall. Hier ist eine Terrasse. Hier habe ich auch schon gechillt, hier in der Ecke. So, da ist auch einfach so eine Gießkanne, aber keine Blumen. Keine Ahnung, was man damit gießen soll. Wenn wir jetzt hier reinkommen, kommt mal alle hier rein. Da ist ein Spiegel. Der ist schön, der ist wunderschön, der Spiegel. Ups. Ich habe einfach einen Fleck. Warum ist da ein Fleck? Oh, ah ja, guck mal, Leute, das ist aus meinem Büro. Es ist einfach Wandfarbe. Damit habe ich anscheinend gearbeitet.
gearbeitet. Be happy, mein Lebensmotto. Okay. Ganz wichtiges Ding, Schlafplatz. Und ich weiß nicht, wem es auch noch so geht, schreibt es mal in die Kommentare. Wer von euch kann nur einschlafen, wenn er nebenbei noch irgendwas hört? So Podcast, Film, Serie, die man gerne schaut. Bei mir ist es Two and a Half Men. Das gucke ich jeden Abend. Und deswegen habe ich immer Kopfhörer am Bett. Dann mache ich die rein und dann schlafe ich damit ab. Das Bad ist so unfassbar klein, dass man wirklich gar nichts... Man kann wirklich einfach gar nichts Großartiges hier drin sehen. Außer, hier bin ich. Peace, Leute, was geht ab? Und ja, lasst hier schon mal ein Like da oder lasst überhaupt mal ein Like da. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch mal gerne abonnieren. Es gibt jetzt immer mal öfters. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht immer mal öfters sowas. Wie immer, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da für mehr so kleine Vlog-Dinge. Ich glaube, das war auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal, dass wir eine kleine Reise machen mit der Mia. Natürlich mit euch zusammen. Leider sind ein paar Sachen schief gegangen. Es war so, dass wir nicht auf die Zugspitze hoch sind, weil wir nicht wussten, ob das okay ist mit der Mia und sowas. Da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen. Ansonsten hat das Wetter ja auch nicht mitgespielt, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt müssen wir den Leuten noch Tschüss sagen. Du bist so eine Verrückte. Du bist so verrückt, bist du, gell? So verrückt bist du. Willst du mich knappen? Willst du mich knappen? Ja, wir hatten auf jeden Fall eine super Zeit. Das war jetzt ihre erste Reise, Leute. Ihre allererste Reise. Und mit dem Autofahren hat es eher so semi geklappt. Ja, umso älter sie wird, wird sie sich auch, denke ich mal, hoffentlich ein bisschen mehr daran gewöhnen. Wenn nicht, müssen wir halt irgendwie gucken, dass man immer etwas in der Nähe sucht. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich habe euch alle ganz so lieb. Und au! Hoffentlich geht das Video nicht viral und landet wieder in den Trends wie bei den letzten Malen. Was passiert jetzt? Spinnst du? Spinnst du? Die spinnt. Ich sag's euch. Das ist total nass. Leute, lasst ein Like da. Ciao.